Richtiges SUV-Feeling bedeutet für viele Kunden eine gewisse Fahrzeugmindestgröße. Der Hyundai Santa Fe ist 4,69 Meter lang und damit mitten im dichten Konkurrenzgewühl rund um BMW X3 und Co. Wer sich im heiß umkämpften SUV-Segment für einen Hyundai Santa Fe entscheidet, wird dies womöglich wegen des immer noch sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses oder der 5-Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung tun. Doch der Santa Fe bietet noch mehr Argumente, etwa das gefällige moderne Styling mit der Betonung auf sportlich-dynamische Linien. Oder das sehr gute Raumangebot mit reichlich Platz für die Passagiere, unterstützt etwa durch die verschiebbaren Rücksitze. Auch Gepäck lässt sich ordentlich verstauen, der Kofferraum fasst in Grundstellung 585 Liter, maximal sind es 1680 Liter. Praktische Ablagen unterhalb des Ladebodens gibt es obendrein. Die Materialien im Innenraum verströmen zwar kein Luxusflair, sind aber, wie von Hyundai gewohnt, top verarbeitet. Zudem gibt es genügend Platz und Ablagen für Krimskrams. Unter der Haube des Testwagens arbeitet ein 197 PS Vierzylinder-Diesel im Verein mit einer 6-Gang-Automatik und dem elektronischen Allradsystem, das im Normalbetrieb nur auf die Vorderräder wirkt, bei entsprechenden Wetter- und Untergrundverhältnissen die Kraft dann variabel verteilt. Der Santa Fe ist eher komfortabel abgestimmt und auch auf geländigerem Untergrund bleibt man von argen Stößen eher verschont als bei manchen Konkurrenzmodellen. Im Normalbetrieb ist übrigens mit Verbrauchswerten zwischen 8 und 9 Liter auf 100 Kilometer zu rechnen. Was Hyundai immer schon ausgezeichnet hat, ist die reichhaltige Serienausstattung. Auch der Santa Fe kann hier durchaus glänzen. Die Kombination 197 Diesel PS mit Automatik ist ab Niveau Premium zum Preis von 44.490 Euro erhältlich. Als Style inklusive Lederausstattung, Spurhalteassistent oder Navi mit 7 Zoll Monitor sind 48.490 Euro und als Platin 52.490 Euro fällig. Da sind dann etwa auch noch Glashubschiebedach, Kofferraumassistent und Smart Parking Assist System dabei. Alles in allem zählt der Hyundai Santa Fe jedenfalls zu den sehr empfehlenswerten Kandidaten seines Segments.